Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 LSPDFR. Ich bin heute auf dem Weg Richtung Blaine County, da mein Dienst für das News-Team zunächst beendet ist. Ich werde natürlich bald mal wieder zurückkehren, mal gucken, was es sonst noch für Einsätze geben wird. Aber heute oder in den nächsten Folgen werde ich noch mal ein bisschen in Blaine County mein Unwesen treiben, denn ich habe neue Aufträge installiert, wie zum Beispiel, dass man von einem Tier angefallen werden können und so weiter. Und das wollte ich natürlich alles mal ausprobieren mit euch. Dazu müssen wir jetzt ein bisschen über die Autobahn fahren. Oh, wir müssen hier next ride. So. Und eigentlich nochmal. Und das sind wir durch. Ja, super. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt hier bei der neuen Episode. Wir werden heute mal gucken, was so passiert. Und die Fahrt werde ich einfach mal nutzen, um mit euch über ein paar Sachen zu quatschen. So. Mal hier die Spur nochmal wechseln. Das Ding ist, ich habe jetzt, glaube ich, 36 Folgen von GTA 5 LSPDFR gemacht und ich wollte mich einfach mal bei euch in dieser Folge bedanken für euren täglichen Support, dass ihr euch so oft auf die Folgen freut. Das finde ich so nett von euch und das motiviert mich auch sehr. Ich bin eigentlich nicht der Mensch, der täglich Folgen raushaut von dem Projekt. Ich habe immer alle zwei Tage ein Video oder sowas, aber hier GTA 5 LSPDFR ist einfach so... Oh, sorry. Einfach so cool von euch, dass ihr das so supportet, dass ihr es so gerne seht. Deswegen gibt es da auf jeden Fall noch viele, viele Folgen. Oder ja, mal sehen, wie lange uns das auf jeden Fall noch Spaß macht. Mir macht es unheimlich viel Spaß. Und wir sind hier in unserem Park Ranger Van, also nicht Van, aber ja, in unserem Park Ranger Wagen unterwegs, wenn man so möchte. Und die letzte Folge war ein bisschen chaotisch. Da hatte ich noch ein Outtake mit am Anfang eingebaut. Habt ihr ja gesehen, da wollte ich nämlich voll easy going eine Anmoderation machen, wie ich einfach richtig geilen Einsatz ganz schnell beende. Und ja, das war natürlich dann alles eine Katastrophe. Ne? Aber das wollte ich euch natürlich auch mal zeigen. So. Fahren wir mal ein bisschen hier rum als Park Ranger und gucken mal, was wir so für Aufträge später kriegen. 4 Kilometer ungefähr, das ist unser Bereich, wo wir heute unseren Dienst antreten. So. Wir sind auf der Interstate 1. Voll gekreuzt, egal. Ja, das Ding ist, einige schreiben mal Kommentare, dass man, wobei wir brauchen den hier gar nicht rüber, dass man unter anderem mal ein bisschen darauf achten sollte, wie man spielt, zum Beispiel, dass ich nicht immer alle wegramme und so, weil das ein bisschen unrealistisch ist, aber wie soll ich denn sonst jemanden stoppen? Da müssen wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Ich möchte es euch ja allen recht machen. Ne? Und mal den vor uns anhalten, wie schnell fährt denn der? Oh. Dann halten wir mal an hier. Hat das gecheckt? Weil keine Anzeige oben kommt. Können wir den als Park Ranger vielleicht gar nicht anhalten? Warte, ich fahre nochmal hin. Guck mal, vielleicht kann ich den ja ansprechen. Nee. Ah, vielleicht weil ich echt Park Ranger bin, kann das sein? Warte mal, ich versuche den mal anzuhalten nochmal. Ist doch die Taste Shift. Hm. Boah, der ist aber schnell unterwegs. Ey, Mist, wenn wir den überhaupt noch kriegen. Okay, dann müssen wir ganz schnell hinterher, Mann. Boah, der ist zu schnell, glaube ich, für uns. Na? Da vorne fährt er. Wir können ihn ja mal so lange hinterherfahren, bis der irgendwie abfährt oder so, weil auf einer Autobahn immer Leute anzuhalten ist nicht so gut. Was hat der vor uns? Ne? Sagt mir bloß, dass er despawned ist. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Müsste aber rein theoretisch eigentlich der vor uns sein. Alter, wie schnell ist der denn unterwegs? Alle so schnell unterwegs. Ja, das ist der vor uns. Okay. Den bleiben wir mal auf den Fersen jetzt. Boah, Alter, was macht der denn? Ja, den müssen wir direkt aus dem Verkehr ziehen. Warum kommt denn da keine Anzeige? Ja, guck mal, der bleibt nicht stehen. Jetzt bleibt er wieder stehen. Sobald ich aussteige, mal gucken, was passiert. Kann ich den ansprechen?
Ey, ich kann den nicht ansprechen. Warum? Kann das echt sein, weil ich einen Parkranger-Wagen habe? Ja, den hole ich mir auf jeden Fall, aber ob ich den aus der Karre rausziehe, ist mir egal. Den hole ich mir aber. Ja, mal, welcher war denn das jetzt hier? Roter Wagen war das. Ah, ich glaube, das ist der hier, ne? Der hier war das. Jo. So, Sie her, kommen Sie mal her. Come on, let's roll. Bald endet hier, mein Guter. So. So viel zum Realismus in dieser Folge. Ich kann den auch nicht festnehmen. Hä? E, Taste E, passiert nichts. Okay. Naja, wahrscheinlich echt, weil wir einen Parkranger-Wagen ausgesucht haben. Mich würde interessieren, ob das gleich mit einem anderen Auto auch so ist. Boah. Alter. Ah, guck mal, die habe ich jetzt über das Police Radio gerufen. Ich gucke das Auto mal noch durch. Ja. Der Typ flieht jetzt gerade, der ist irgendwo über alle Berge. So, schauen wir durch. Da haben wir nichts gefunden. Madre mia. Auch nichts. Warte mal, ich fahre das Auto mal hier zur Seite. Warum ist die Karre jetzt abgeschlossen? Mit den Anlocken. Hä? Ich fahr mal meinen Polizeiwagen zur Seite hier. Dann ist wenigstens mal wieder hier Verkehr. Warum kann ich denn jetzt den Wagen hier nicht mehr öffnen? Hä? Ist das strange? Hä? Warte mal. Aber ich kann ihn durchsuchen. Ne, ich kann den noch nicht versuchen. Guck mal, der ist abgeschlossen. Seht ihr? Ich kann den nicht mehr aufmachen. Krass. Wie bräuchte man den Aschel, weil hier, der fährt jetzt einen großen Bogen. Versuchen wir mal, ob der da hinten spawnt. Okay. Den Wagen können wir jetzt nicht hier stehen lassen, oder? Ach, die spawnen immer so scheiße. Das ist bei der Autobahn ein bisschen blöd. Wir können ja mal ganz kurz... warte mal. Okay. 21 LMC 642 bitte mal überprüfen und Copy Standby. Target license plate. 2-1 Lincoln Mary Charles 642 no 1099. Jeffrey. Okay. Die Frage ist jetzt vielmehr, was machen wir mit dem Wagen hier? Der Abschlepper, der kommt hier nicht so gut hin. Wir können den auch jetzt nicht mehr bewegen. Vorhin konnte man den noch bewegen. Aber er ist abgeschlossen. Kann man den, warum kann man das Auto denn nicht aufmachen? Okay, es ist despawned. Okay. Immerhin. Wieder rennt, wenn er die Tasche... guck mal, ich hab schon hintern. Guck mal. Mami, bist du stolz auf mich? Mami, guck mal. Entschuldigung, das müsste sein. Ach, nee. Warnblinkanlage jetzt mal ausmachen. So. Warnblinkanlage ausmachen. So, jetzt aber. Ja, ich verstehe es immer noch nicht. Warum konnte man den nicht anhalten? Sehr, sehr seltsam. Könnte es echt am Fahrzeug liegen? Man weiß es nicht. Aber als Parkranger haben wir eigentlich andere Aufgaben. Wir müssen natürlich ein bisschen gucken, ob hier alles mit der Umwelt auch in Ordnung ist. Ne? Wanderer und so weiter mal überprüfen ein bisschen. Schau mal kurz hier ab. Wobei, das ist Quatsch. Warte mal, ich muss eigentlich nur auf die andere Seite. Ich muss eigentlich wieder zurück. Ach, guck mal hier. Vorsicht. Warte mal, wir können hier...
können wir hier gucken. Was ist das denn für ein Auto hier? Meine Herren, guckt euch die Karre mal an hier. Schicker Flitzer, ne? Gucken, ob die auch hier alle ordnungsgemäß stehen. Alles gut. Ich würde mal Richtung Mount Chiliad fahren. Das Navigationssystem sagt uns jetzt ernsthaft, wir sollen hier auf der Autobahn wenden. Okay. Navigationssystem sagt, wir machen. Wobei, das würde die echte Polizei auch nicht machen. Ich würde mal gerne so einen Bus anhalten oder so. Kann man denn nirgendwo ab... Ach, guck mal, jetzt kommt ein kleines Dörfchen. So, schau mal. Guck mal hier mal... Oh, wir müssen hier rüber. Okay, okay. Dann sehen wir uns das mal hier alles an, so was es hier so gibt. Vielleicht finden wir hier irgendwas Interessantes. Ah, jetzt ergibt das alles Sinn. Guck mal, ich merke auch gerade, dass ich gar keine Aufträge die ganze Zeit bekomme. Mhm, mhm. Da ist wohl beim Start der Mod irgendwas falsch gegangen. Warte mal, das können wir eigentlich ganz schnell regeln. Load Plugin. Wie heißt LSPD? First Response. War das so? Mhm, mhm. Ah, seht ihr? Aber wir kriegen immer noch keine Aufträge. Aber jetzt würde ich mal gerne ausprobieren, ob ich denn Leute checken kann. Also anhalten kann. Hatte mich schon gewundert. Oh, Alter, was ist denn da los? Wen schießen die denn da? Oh. Wen schießen die denn? Wo denn? Da ist doch jemand schon tot. Boah, Alter! Ist er tot? Alles gut. Warte mal, wir müssen mal hier... Ich weiß, in der Folge ist noch nicht viel passiert, aber wir müssen erstmal schauen, was hier los ist. Okay, sicher, sicher. So, pass mal auf. Wir brauchen jetzt erstmal hier, damit die Leiche hier wegkommt. Was ist denn hier los? Boah! Oh Mann! Mach da kurz. Wo rennen die denn jetzt alle hin? Oh, Jungs, no. Eure Autos stehen hier alle. Momo! Du musst los, du bist hier! Warum haben wir denn jetzt zwei. Warum haben wir denn jetzt zweimal die Gerichtsmediziner hier? Boah! Jungs, schaut euch das mal an hier. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Ich mach das Foto und dann ich, guck mal ich. Komm, weil das ein bisschen chaotisch war, die Folge geht das ein bisschen länger jetzt. Okay, die Leiche ist weg. So, jetzt warten wir erstmal, bis die Straßen hier wieder sauber sind. Dann können wir nämlich die Autos durchfahren lassen. Alter Schwede, was machen die denn? Oh, Alter, der überfährt den Gerichtsmediziner. Okay, die Spur ist wieder frei. Oh ja. Oh, oh. Ey, überfahrt euch die. Schon interessant, das mal zu beobachten, was die alle machen. Okay, der haut ab. Da liegt jetzt eine Tür auf der Straße. Schön. Der Verkehr fließt wieder. Okay, soll ich dich mitnehmen, Alter? Ja? Was meinst du? Guck, was der jetzt macht. Vielleicht versucht er jetzt unseren Polizeiwagen zu stehlen. Cool. Oder? Wir gehen einfach weiter. Okay. Mann, 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 Mann. Jetzt warte ich erstmal hier, bis hier frei ist. Stehen wir hier mitten. Oh, sorry. What? So. Okay, das hätten wir. Oh, Alter!
Ist er besoffen? Hallo? Hallo? Mal wieder aussteigen. Oh well, la-di-da. Nein, 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 du sollst hier bleiben. Ey, ey, ey. Ich kann die leider nicht anhalten, weil die Mod nicht geladen hat, oder? Nee. Oh. Komm, wir lassen die mal laufen. Ja? Nur ihren Wagen müssen wir mal irgendwo sicher. Ah, der ist schon weggeploppt, okay. Was eine Chaotenfolge, ey. Obwohl ich LSPDFR geladen habe. Sehr strange. Naja. Müssen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall hinkriegen. So. Schauen wir, was hier so los ist. Ich muss auf jeden Fall zum Department da vorne fahren. Alter. Ganz ehrlich, was hier für Sachen passieren, ne? Das ist so krass. So, das hier wird auf jeden Fall unser nächster Einsatzort. What the shit? Hä, warum hab ich einen Stern? Ich geh doch zur Polizei. Was ist denn hier los? Das ist eine mega Fehlfolge, Alter. Ganz ehrlich, Fehlfolge. Zieh mal vorbei. Aber interessant, die Polizei hat uns nicht gesucht. Habt ihr gesehen, obwohl wir an denen vorbeigefahren sind. Ich pump mal meinen Parkranger hier auf dem Behindertenparkplatz. Wobei, ne, komm, wir müssen uns natürlich an die Regeln halten. Ich finde, das hier ist eigentlich das, die coolste Polizeistation in ganz GTA 5. Irgendwie. Weil man da so reingehen kann und die ist hier so direkt am Berg und so weiter. Ich finde, das sieht cool aus, ey. Okay. So, das war diese Episode. Eine Strange-Episode, wenn man so will. Im Dings. Aber die nächste Folge wird besser. I promise. Ja, aber hier sind trotzdem wieder lustige Sachen. Also, kann man da jetzt eigentlich auch rein? Ja, da kann man reingehen. So, wir haben jetzt hier kleine Pause und werden dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder richtig durchstarten mit allen Sachen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Ciao, danke fürs Zusehen. Macht einen Daumen hoch. Ach, GTA, du machst mich fertig. Ah, komm. Einmal mal ist noch für euch. Guck mal, Mama, wie ich renne. Guck mal. Guck mal, Mama. Warte. Warte. So. Nochmal. Guck mal, Mama, ich kann rennen mit der Taschenlampe. Guck mal, sie ist da wie. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich kann rennen. Ja, 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 ja. Und eine Vorwärtsrolle, komm. Vorwärtsrolle kann er nicht. Ich mag gerne Knoppers. Ja, juhu, ja. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Sheriff Dennis. Herrlich, das macht doch Spaß. Immer solche kleinen Witzchen.